Vielleicht eignen wir uns doch als Verbündete. Nicht noch mehr Orden, mir geht langsam der Platz aus. Es reicht. Mir egal, was die Leute sagen, du bist spitze. Es gibt keine Perfektion, nur ständige Verbesserung. Das werde ich ins Arsenal aufnehmen. Aufgepasst, Leute. Hier spricht Nick Fury, der Leiter von SHIELD. Ich habe euch hierher beordert, weil wir ein Problem haben. In diesem Augenblick wird das Raft, das Gefängnis für Superschurken, von Hydra-Agenten angegriffen. Mehrere Gefangene der Stufe 7 sind bereits aus ihren Zellen entkommen. Und der grüne Kobold. Servatu? Living Laser? Darunter Dr. Octopus? Einige sind sogar von der Insel geflohen. SHIELD hat Agenten vor Ort. Aber wir brauchen eure Hilfe. Geht zu Raft und tut, was ihr könnt. Viel Glück. Du bist den Hydra-Horden nicht gewachsen. Noch mehr Orden, mir geht langsam der Platz aus. Danke, jetzt haben wir wieder Augen und Ohren in der Anlage. Thank you.
zurück in diese Zelle. Schwarz vor Augen. Es gibt keine Perfektion, nur ständige Verbesserung. Das mit Living Laser war gute Arbeit. Kein Wunder, dass Fury voll des Lobes für dich ist. Restlichen Zellen abgeriegelt sein. Ich wünschte nur, du wärst schon früher hier gewesen, um den Schaden zu begrenzen. Okay, das Schlimmste sollten wir hinter uns haben. Komm rüber zu mir und wir besprechen das weitere Vorgehen. Sorg dafür, dass ich diese Unterhaltung nicht bereue. Oh, sieh an! Es ist Zeit zum Spielen! Das ist noch nicht zu Ende! Es ist nie zu Ende! Der Goblin ist erledigt und der Ausbruch unter Kontrolle. Begib dich zum Landepad. Direktor Fury war... You're late. What kept you? Der Angriff auf das Raft war ein voller Erfolg, möchte ich behaupten. Dank Hydra wird in den Straßen von New York Chaos herrschen. Und die Liste? Ja, die ganze Liste. Eines bleibt mir aber ein Rätsel. Dr. Octopus, MODOK, Wizard. Was gewinnt Dr. Doom durch ihre Freiheit? Und damit wäre unser Geschäft beendet. Das ist alles? Diese Technologie nutzt einen Fehler in Tony Starks Sicherheitssystem aus. Also dann, lang lebe Hydra. Leb wohl. Irgendwas.